Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Spielen aus der Mottenkiste. Ja, neues, altes aus der Mottenkiste. Also alt ist es jetzt auch nicht, also neu ist es aber auch nicht. So ja, Mitte einfach... Ja, 1990. Das also ist schon, es ist alt. Schon, aber... Für die meisten unserer Zuschauer ist das bestimmt vor ihrer Geburt gewesen. Ja, aber bei mir nach meiner Geburt und auch nach meinen ersten Mensch ärgere ich mich Erfahrung. Also ja, okay, gut. Wollen wir einfach loslegen? Genau, fangen wir einfach mal an. Also, das ist, wie man unfair erkennen kann, ein Spiel von Klaus Teuber. Die Fans des Spiels wissen sowas natürlich. Das ist Klaus Teuber. Wieder eins von den Frühwerken, was die bekanntlich besser sind als seine modernen Spiele. Und in diesem Fall ist es wirklich, finde ich, auch... Du meinst es aber nicht Siedler, ne? Der macht doch nichts anderes mehr. Ja, ja, ein Siedler nach dem anderen. Ja. Also in diesem Fall finde ich, ist es wirklich echt ein ganz großer Wurf, dieses Spiel, weil das ist eben schon 28 Jahre jetzt alt und es ist wirklich immer noch ein schönes Spiel. Wir haben das vor nicht allzu langer Zeit in unserer Spielrunde wieder gespielt und haben wirklich wieder sehr viel Spaß gehabt. Das ist einfach wirklich ein gutes Spiel. Ich meine auch, das ist ein Alltimer, also ein Alltimer, A-L-L und dann Timer, also jederzeit spielbar, denke ich auch, ganz genau. Genau, in diesem Spiel, um da die Geschichte auch mit reinzubringen, spielt also jeder Spieler einen sammelwütigen Lord im Londoner Club Antique und diese Lords versuchen sich gegenseitig mit Ausstellungen von Antiquitäten halt zu übertreffen. Also es gibt 6 Kategorien von Antiquitäten, Pfeifenköpfe, Nachttöpfe, Masken, Star-Souvenirs, Spielzeug und alte Reklameschilder. Und die gibt es eben in unterschiedlichen Alter. Es gibt das allerälteste, habe ich wie zufällig auf der Hand, das ist die Frauenschandmaske von 1468. Was ist das dann? Also, zu welcher Kategorie gehört das? Der Starschnitt? Nein, ich glaube, das soll Maske sein. Maske, okay. Maske. Lippenstift könnte auch theoretisch zur Maske gehören, ja, wenn man sich das mal anguckt, aber... Gehört nicht zur Maske, sondern gehört zu E. Marilyn Monroe, das ist dann wahrscheinlich das ist der Starschnitt. Ein Star-Souvenir, genau. Ganz genau. Ja, also eben, wir sind alle diese alten Lords, oder die Lords, ja doch, wahrscheinlich sind die selber auch alt, die anfangen am Anfang mit relativ bescheidenen Sammlungen. Wir haben also jeder nur 4 Antiquitäten, das ist natürlich nicht besonders viel. Und je nachdem, was man für Handkarten zufällig gekriegt hat, reicht das auch nicht, um das auszustellen. Sondern um es auszustellen, braucht man Folgen von Karten. Dazu sind die eben mit Buchstaben durchnummeriert. Durchbuchstabiert, müssen wir eigentlich sagen. Und eine Folge besteht eben aus mindestens 3 Karten mit aufsteigenden Buchstaben, wobei Buchstaben doppelt vorkommen können. Also A, B, C, D ist schon eine Folge, aber A, A, B wäre zum Beispiel auch eine Folge. Oder A, A, A wäre auch eine Folge, das geht also. Oder C, C, D zum Beispiel. C, C, D geht natürlich auch, genau. C, C, C auch? C, C, C auch? Ja, ja, geht alles. Es muss nicht bei A anfangen, das ist völlig egal. Und es geht eben von A bis F. Also in diesem völlig zufälligen Spielaufbau habe ich schon die perfekte Ausstellung auf der Hand. Der Georg leider nicht. Natürlich, ja, genau. Mir tut das auch leid für dich, weil du trotzdem verlierst. Genau, was man beim Spiel wissen sollte, es gibt eine 2-Spieler-Variante und es ist von 2 bis 5 Spielern, aber ich behaupte, richtig witzig ist das erst ab 4 Spieler. Weil das einen Kollisionsmechanismus hat mit den Spielern und der funktioniert einfach erst gut, wenn es auch ein paar Spieler sind. Also zu zweit wird er so ein bisschen erzwungen in den Regeln. Ich glaube, mit 3 Spielern ist es wahrscheinlich am allerlangweiligsten und mit 4 und 5 ist es aber wirklich richtig gut. So, kommen wir mal zu ein paar Details. Georg, möchtest du mal ein paar Details erwähnen? Ich möchte ein paar Details erwähnen, weil es geht nämlich dann, einerseits geht es, wir haben 2 Schauspieler, also 2 Teile, wo das stattfindet. Das eine ist das Schloss, da gibt es, und das andere ist das Aktionshaus. So, was kann man da machen in den einzelnen Häusern? Im Schloss gibt es dann, kann man ein, etwas ausstellen, ne? Genau. Genau, und im Aktionshaus, es geht immer dann da zum Beispiel, da steht auch sogar da, da kann auch zum Beispiel ein Dieb stattfinden. Hier kann ein Dieb herkommen und hier auch. Beim Schloss kann das klaut er die eine Karte aus der Ausstellung. Und beim Auktionshaus, genau,
Da kann, wird was ersteigert dann, ne? Einfach einzunehmen, genau. Er wird ersteigert. Ja, das, also es, man hat sozusagen zwei Gruppen von Karten in diesem Spiel. Man hat eben diese beiden Ortskarten und man hat dann an den Ortskarten Aktionskarten, die man wählen kann. Man kann aber eben nicht alle Aktionen an beiden Orten machen. Und das Einzige, was man an beiden eben tatsächlich machen kann, ist der Dieb. Der Dieb ist immer dabei, sonst entscheidet man sich. Und eine Runde funktioniert das so, dass erst jeder Spieler sich eine Ortskarte aussucht. Dann werden die aufgedeckt, man sieht also, wer wo ist. Und dann sucht sich jeder wieder verdeckt eine Aktionskarte an seinem Ort aus und dann werden die beiden Orte nacheinander abgehandelt. Am besten ist natürlich immer, wenn man irgendwo alleine ist, dann kann man jemanden in die Quere. Genau, spielen wir das mal einfach. Ich lege mal hier eine Karte in die Mitte. Mal gucken, der blaue Spieler könnte auch was tun, ne? Genau. Der blaue Spieler legt auch mal was. Der legt dann auch was hier rein. Genau. Der blaue Spieler. Der rote Spieler auch. Und jetzt, ba-ba-ba-ba! Legen wir alle auf. Ich bin im Aktionshaus. Rot ist im Schloss. Blau ist auch im Schloss und der Georg ist auch im Auktionshaus. Wer hätte das gedacht? Genau, wer hätte das gedacht? Genau, im Auktionshaus können wir dann entweder Schecks legen oder Diebe. Aha, da kann ich jetzt mal gucken. Genau, es hat jeder Spieler 4 Schecks, die im Gesamtwert 50.000 haben. Aber da ist ein ganz raffinierter Mechanismus im Spiel. Es gibt nämlich keine 2 Schecks, die den gleichen Wert haben. Deswegen ist immer eindeutig, wer den höchsten Scheck gelegt hat. Das ist ja praktisch. Und dann kann ich jetzt eine von meinen Diebeskarten hierher legen. Genau, ich mache das auch. Genau. Ta-ta-ta-ta! Legen wir beide den Scheck auf. Der Georg hat jetzt in dem Fall seinen allerniedrigsten gelegt, die 5.000. Ja. Ich habe meinen allerhöchsten gelegt, den 24.000, was auch schon der insgesamt höchste im Spiel ist. Deswegen ist es immer gut, wenn man die neutrale, graue, gelbe Farbe spielt, kann ich sagen. Aha! Ja. Nein, wobei das. Kommen die alten Hasen raus, die alten Lords. Ne? Die alten Lords aus dem Spiel. Ja, man muss schon wissen, was man zu tun hat. Genau, ganz genau. Genau, das Geld Fall, ist jetzt weg, das kriegt doch jeder. Das Geld ist dann weg, das kommt hier in die Kasse. Und ich glaube tatsächlich, dass bei. Also es gibt immer 2 Karten zum Verkauf im Auktionshaus. Es gibt quasi 2 Auktionshäuser, deswegen gibt es 2 Karten. In dem Fall würde das sich jetzt nur entscheiden, wer sich zuerst eine aussuchen darf von den beiden. Der andere muss dann halt die nehmen, die übrig bleibt. Ja, genau. Und da nimmt man dann einfach, guckt man sich eben an, welche Karten man schon hat und sucht sich halt die aus, die passt. In meinem Fall ist es jetzt egal. Dann nimmt man das Ältere, weil das da oben auf der Karte steht immer das Alter des Stücks und generell sind ältere Karten etwas wertvoller, deswegen würde ich jetzt dieses nehmen. Typisch bei den Lords, ne? Typisch bei den Lords. Und dann muss ich dann das andere nehmen und die anderen werden erst dann aufgedeckt oder... Ist auch, ich glaube, die liegen offen, aber du musst ganz, glaube ich, nur die beiden offenliegenden kann man nur nehmen. Ja, okay. So, wenn jetzt einer von uns einen Dieb, also in dem Fall wären die beiden Schecks weg und die sind auch tatsächlich dann für immer weg. Es gibt keine Möglichkeit, die wiederzukriegen, auch nicht für den Dieb. Der Dieb kann nämlich nur einen Scheck klauen, der jetzt gerade in dieser Runde gespielt wurde. Genau, also endlich also den Dieb gelegt, zum Beispiel den Dieb, da gibt es auch Dieb mit 12 und 1, die haben hier auch verschiedene Nummern, kann man zeigen, ne? Sie haben auch verschiedene Rückennummern. Er hat auch eine Wertigkeit dazu. Wenn ich den gelegt hätte und du hättest deinen gelegt, deinen 24.000-Scheck, das ist ein ganz tolles Beispiel, ja, wenn wir es so gelegt hätten, dann hätte sich der Dieb diesen Scheck klauen können. Genau, allerdings darf ich vorher mit dem was kaufen, mit dem Scheck, also ist für mich nicht völlig verloren, also ich kann mir was kaufen und dann schnappt sich der Dieb den Scheck. Und der Dieb wandert auch wieder zurück, in dem Fall. Ja, der Dieb kommt zurück. Wenn kein Detektiv gespielt wurde. Detektiv kann man nicht spielen im Auktionshaus. Das ist etwas, was meine Mutter nie begriffen hat bei dem Spiel, dass man den Detektiv nicht im Auktionshaus spielen darf, obwohl es auf dem Auktionshaus oben draufsteht. Ja, genau. Also in dem Fall würdest du dann meinen Scheck kriegen. Du hast dann einen Scheck in einer anderen Farbe, aber das ist eigentlich völlig egal, weil von der Rückseite her sind die nicht zu unterscheiden. Deswegen macht das keinen Unterschied. Genau so. Genau, das ist das Auktionshaus. Dann hat man eben neu. Dadurch kann man seine Sammlung vergrößern. Und in vielen Fällen muss man am Anfang auch erstmal dahin kommen, dass man eben überhaupt eine Folge hat, die man überhaupt ausstellen kann, weil es das eben, wie gesagt, 3 Karten sein müssen. Für die Runde würden jetzt die anderen beiden hier ihre Karten legen. Ne? Genau. Ja, blau. Ich bin blau mal. Spiel mal blau. Rot, denn ich will meine Diebe. Und ich sag mal, was hat denn? Ja, ja. Du kriegst auch mal deinen Dieb zurück, das war nur für die. Achso, okay. Ja, gut. Also Schecks kann man jetzt nicht legen, sondern und Auktionshaus kann man auch nicht legen. Kann man nur Ausstellung, Detektiv oder Dieb legen. Oder Dieb, ne? Genau. Ja, genau. Okay, dann mach ich mal das. Ja. Ne?
Ich habe einen Detektiv gelegt. Und ich habe einen Dieb gelegt. Ach, nein. Ah, das. Ich wollte eigentlich auf seine Ausstellung klauen. Ne? Genau. Jetzt hat niemand eine Ausstellung gemacht. Deswegen kann der Dieb natürlich auch nichts klauen, weil es ist nichts da. Aber der Detektiv war zur Stelle und hat den Dieb erwischt, den glaube ich trotzdem, auch wenn er nichts klaut. Wobei das. Ja, aber das ist ja komisch. Wäre ja komisch jetzt. Ne? Also, oh, ja, das kann ja sein. Kann ich finde, wenn man sich so anzieht, dann muss man sich nicht wundern, wenn man verhaftet wird. Ja, ja, ja. Das ist also. War das tatsächlich? Das war noch. Das Spiel ist entstanden vor der Political Correctness. Ne? Also, das ist. Da durfte man auch jemanden verhaften, der nur böse aussah. Aber wenn tatsächlich. Also ich glaube, der Diebe werden immer geschnappt und sogar ein Detektiv kann beliebig viele Diebe verhaften. Das ist noch sehr schön, wenn man es schafft, sogar mehrere Diebe zu verhaften. Und der Detektiv würde jetzt ihn einsperren, der kommt an die Nummer 1 rein. Genau, ne? Der kommt hier ins Gefängnis und da bleibt auch erstmal. Der rückt allerdings langsam weiter, das hatten wir eben schon mal aufgebaut. Wenn jetzt ein neuer Dieb ins Gefängnis kommt, dann rückt er langsam weiter. Ja. Und je nach Spieleranzahl kommen die raus. Das heißt, bei 4 Spielern kommt man, wenn man da angekommen ist, wenn man das nächste Mal weitergeschoben wird, kommt man raus und der Spieler kriegt den zurück. Ja. Das ist schon relativ ärgerlich, wenn man es schafft, beide Diebe gleichzeitig im Gefängnis zu haben. Das ist schon lästig, weil das die eigenen Aktionsmöglichkeiten sehr einschränkt. Muss man mehr in der Ausstellung klauen. Ne? Also Hinweis an deine Mutter, ne? Bitte mehr in der Ausstellung klauen, weil da kann man nicht gefasst werden. Ja, genau. Was bringt einem das aber als Spieler, wenn man den Detektiv spielt? Weil den Dieb einzusperren ist natürlich nett, aber das soll natürlich auch irgendwas bringen. Und da kommt jetzt mal der Rest des Spielplans zum Tragen. Hier gibt es nämlich außen drauf im Prinzip eine Art Wertungsleiste, die allerdings noch eine Zweitfunktion hat. Zu Anfang sind alle Spieler im Clubraum und da bewegen sie sich langsam vorwärts. Und die erste Möglichkeit, sich vorwärts zu bewegen, ist eben einen Detektiv zu spielen. Dann kommt man vorwärts auf dieser Wertungsleiste und zwar entsprechend seiner eigenen Position, also dieses Steins. Also der sozusagen der fünfte Spieler dürfte 5 Felder vor, wenn er einen Dieb fängt, der vierte da 4 Felder vor und so weiter. Also der vorne liegende Spieler, für den lohnt es sich nicht so sehr. Aber für jemanden, der hinten liegt, ist so ein Detektiv eine schon sehr interessante Alternative. Wie das ist, wenn alle am gleichen Feld stehen, dann kommt man wahrscheinlich nur ein Feld vor. Ist aber nicht viel, aber immerhin schon mal etwas. Das heißt, jetzt in dem Fall der rote käme jetzt eins vor, weil er einen Dieb gefangen hat und wäre damit schon Spitzenreiter. Das sind auch hier rechts und links von dieser Zeit sind auch unterschiedliche Felder. Das muss man auch mal gesagt haben. Genau. Das Spiel geht so lange, bis ein Spieler diesen Dinnertisch hier erreicht. Dann darf jeder nochmal seine wertvollste Ausstellung zeigen. Und der mit der wertvollsten Ausstellung kommt 8 Felder vor, der mit der zweitwertvollsten nochmal 4. Und wer dann eben am weitesten vorne ist, hat gewonnen. Wertvolle Ausstellungen haben 2 Kriterien. Das erste ist die Anzahl der Karten. Je mehr Karten, desto besser. Natürlich immer nur in Folge. Und bei multipliziert mit dem Alter. Nein, das wäre schön. Das wäre was für die Mathematiker unter uns. Das Alter ist nur ein Tiebreaker. Also bei gleicher Kartenanzahl ist das älteste Stück in der Ausstellung entscheidend dann über den Wert. Genau. Man kann aber eben Ausstellungen auch schon während des Spiels natürlich machen. Das ist die dritte Möglichkeit im Schloss, die wir jetzt noch nicht vorgestellt haben. Da legt man eben seine Ausstellungskarte. Ja, die sieht so aus. Bräuchte ich aber noch. Genau, und ich lege. Wenn ich jetzt den Dieb lege, könnte ich dann auch zum Beispiel. Könnte ich das auch klauen, was dahinter? Ja, ne? Genau. Dann genau, also, hätten wir so mal. In diesem Fall würde ich jetzt eben eine Ausstellung machen. Ich sehe aber schon, es ist ein Dieb drin, deswegen. Und es gibt keine andere Ausstellung, das weiß ich, ja, meine Ausstellung ist sowieso die beste, weil das ist die einzige. Und weil ein Dieb da ist, will ich natürlich dem auch möglichst wenig bieten, was er klauen kann. Das heißt, in jedem Fall würde ich ihm vielleicht nur 3 Karten zeigen. 3 muss ich mindestens. Genau. Und dann darf sich nämlich eben jeder Dieb aus jeder Ausstellung eine Karte klauen. 1927, 1930, 1852, nehme ich den hier. Genau, in dem Fall habe ich noch Glück gehabt, weil ich habe eben 2 Bs, dadurch ist meine Ausstellung noch nicht unterbrochen, die ich sonst noch habe. Aber das ist eben schon relativ ärgerlich. Vor allem, wenn man es mal schafft, eine Ausstellung zu machen und es sind 2 oder 3 Diebe da, dann ist hinterher die komplette Ausstellung geklaut. Das ist schon doof. Richtig, ganz genau. Ja, 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 genau. Oder umgekehrt, wenn ein Dieb da ist und 3 Ausstellungen, dann freut sich eben der Dieb, weil er eben aus jeder Ausstellung eins klauen kann. Mhm. Der Dieb ist da schon sehr mächtig. Und 2 Diebe und 2 Ausstellungen dürfen dann auch beide klauen? Dürfen auf beide klauen und da entscheidet sich eben über die Nummer, wer zuerst klauen darf. Okay. Da darf die höhere Nummer darf zuerst.
hat aber den Nachteil, dass beim Gefangenwerden kommt die kleinere Nummer zuerst ins Gefängnis. Also der kleine Ganove, der ist als erster wieder frei aus dem Ja gut, der andere, da braucht man ja auch ein bisschen länger, um den zu fassen. Ne? Genau. Das ist auch die Logik, die dahinter steckt. So, das sind eben Ausstellungen. Und wenn ich eine Ausstellung gemacht habe, komme ich eben wieder vor und dazu sind diese kleinen Eckenharts Achtecke gut. Die sagen nämlich wie viel. Und zwar entscheidet etwas verquererweise der vorderste Spieler, wie viel eine Ausstellung gerade wert ist. Das heißt, in dem Fall würde der rote Spieler entscheiden und weil er hier in diesem Bereich steht, ist eben die wertvollste Ausstellung gerade 3 Schritte wert. Die zweitwertvollste, wenn es mehrere gäbe, noch 2. Und in dem Fall käme ich jetzt also 3 Schritte vor. Das ist eben sehr unterschiedlich. Solange alle noch hier auf diesem Startfeld sind, sind Ausstellungen noch überhaupt nicht wertvoll. Hier gibt es aber diese roten Felder, da ist eine Ausstellung sogar 5 Felder wert. Das heißt, man muss sich mit den Ausstellungen auch so ein bisschen orientieren, wann sie gerade besonders gut zu machen sind. Also die Farben haben auch tatsächlich hier eine Bedeutung. Ja, 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 die Farben haben eine ganz entscheidende Bedeutung. Genau. Das war es eigentlich schon ziemlich an dem Spiel. Eben, das geht eben über so viele Runden, bis eben jemand vorne angekommen ist. Meistens ist es so, dass man immer so hin und her wechselt. Mal ist man im Auktionshaus, mal im Schloss. Man versucht natürlich immer psychologisch die Gegner so ein bisschen einzuschätzen, dass man eben möglichst nicht mit allen anderen am gleichen Ort ist, sondern idealerweise eben gerade mal alleine. Klappt natürlich nicht. Aber wenn es doch mal klappt, freut man sich. Alleine kann man sich mit dem billigsten Scheck hier was aussuchen und mit dem... Genau, und kann eben, weil die Ausstellung wird nicht bestohlen und all sowas. Aber auf der anderen Seite, man kommt auch nur an Geld, wenn man Schecks stiehlt, oder? Sonst genau, also wenn man kriegt nicht irgendwie Geld nach oder Schecks wieder zurück oder so. Wenn man seine 4 Schecks ausgegeben hat, kann man als einzige Möglichkeit noch mit einem Dieb nochmal sich wieder neu zu holen. Ja. Genau, wobei meistens reichen, glaube ich, tatsächlich 4 Schecks. Okay. Also war so wahnsinnig viele Runden hat das Spiel meiner Erinnerung nach nicht. Deswegen, dass man 4-mal was kauft, das ist eigentlich schon ganz gut. Vielleicht noch ein 5. Mal, wenn man mal einen Dieb benutzt hat, aber teilweise, meist reicht es auch. Man fängt eben schon mit 4 Karten an. Das heißt, wenn ich noch 4 Stück kaufe, habe ich schon 8 Stück. Das ist schon eine ganze Menge. Man kann sich auch Stücke zusammenklauen. Eben, man kann sich ja auch bei anderen Spielern noch was klauen. Also das ist... Eben auch mit dem Detektiv mal nach vorne gehen, das geht natürlich auch auf die ehrliche Art und Weise gewinnen. Ne? Genau, auf die ehrliche Art oder auf die reiche Art und Weise, wenn man die beste Ausstellung hat. Ja, und also eben, was dieses Spiel irgendwie so charmant macht, ist eben, es ist relativ schnell. Eben, es gibt gar nicht so sehr viele, man sieht ja auch, diese Wertungsleiste hat jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Felder. Man kommt gut vorwärts. Es gibt auch wenig Downtime, dadurch, dass es eigentlich einen Realzeiteffekt hat. Eben, es spielen immer alle gleichzeitig. Ja. Die beiden Orte kann man im Prinzip sogar gleichzeitig abhandeln, wenn man das verträgt, das ein bisschen chaotischer dann ist. Und eben, es hat eben diesen sehr schönen Ärgerfaktor, durch diese, dass man irgendwie gerade die schöne Ausstellung hat und denkt, naja, da wird, ich glaube, die anderen wollen auch eine Ausstellung machen, dann mache ich eine Ausstellung, bekommen nur Diebe, ist die ganze Ausstellung kaputt. Ja. Das hat dann einen sehr schönen Ärgerfaktor. Da gibt es auch noch so Spezialitäten, ich glaube, wenn zum Beispiel 2 Detektive da sind, die behindern sich gegenseitig und dann wird überhaupt kein Dieb verhaftet. Ich glaube, so gesagt geht es auch noch. Was natürlich sagen könnte, das ist nur, um die Regellücke zu entgehen, das ist, wenn mehrere Detektive da sind, die teilen sich die Punkte auf, deswegen ist die Regel, bei mehreren Detektiven gibt es sozusagen gar keinen Detektiv. Eben auch im Auktionshaus, da ist der Ärgerfaktor nicht ganz so groß, da ist es halt höchstens mal ärgerlich, wenn man mit vielen Spielern da ist und alle wollen was kaufen, dann kriegen halt nur höchstens 2 Spieler kriegen was. Da hat man sozusagen eine Runde verschenkt, ist aber nicht so schlimm wie eine geklappte Ausstellung. Ja. Eben, das macht einfach wirklich Spaß, das Spiel. Es ist von der Optik her so ein bisschen altbacken. Das habe ich auch, weiß ich, das habe ich als Kind auch schon so empfunden. Das liegt jetzt also nicht daran, dass es jetzt seit 20 Jahren im Schrank liegt, sondern das sah immer schon so aus. Das ist aber auch wegen dem Hintergrund. Der Adel ist halt altbackig, ne? Sieht halt altbackig aus und so. Ja, ich glaube, trotzdem würde man so ein Spiel heute anders gestalten. Also, so diese Karten, die sind so ein bisschen... Also sind halt recht einfach. Da merkt man immer, dass das Spiel älter ist. Aber das hält ja irgendwie den Spielspaß nicht auf. Und sie sind schon im Prinzip sehr abwechslungsreich und eben mit diesen sehr vielen verschiedenen Kategorien. Eben, es gibt keine doppelten Karten, die sind alle einmalig. Ich würde sogar fast behaupten, dass die Sachen alle realistisch sind. Ich glaube, es sind im Prinzip keine ausgedachten Gegenstände, sondern die
Ob sie alle historisch korrekt sind, weiß ich nicht, aber ich glaube im Prinzip, diese Dinge gibt es alle. Und da steckt schon Arbeit drin. Also man könnte jetzt nicht sagen, es ist irgendwie lieblos gemacht. Es ist halt nur so ein bisschen, wie man es früher gestaltet hat. Marilyn Monroes Lippenstift von 1963. Da hat sie sich an dem Todestag vom JFK hat sie sich da die Lippen eingecremt. Oder war sie da auch schon tot? Oh, das bestimmt nicht. Das hätte der Klaus Teuber bestimmt gemacht. Eben hier Schokoladenreklame aus der Schweiz besuchen. Und eine Trompete von Louis Armstrong. Was haben wir hier noch? Eine japanische Elfenbeinmaske. Oder eine Reiterfigur aus Ostpreußen. Also lauter schöne Sachen. Andy Warhols Brille, auch sehr schön. Heutzutage wäre das wahrscheinlich Elton Johns Brille. Aber ja. Nein, das ist also durchaus abwechslungsreich. Ja, heutzutage würde man dann die Gegenstände dreidimensional machen und aus dem Riesensack ziehen vielleicht. Genau, aus dem Riesensack ziehen. Es gäbe noch für 20 Euro eine Spielplanerweiterung zu kaufen, wo das dann alles auch wirklich drauf passt. Genau. Genau, und man könnte es mit den Siedlern die Seefahrer kombinieren, die das dann gleich abtransportieren. Genau. Ja. Es gäbe irgendwie noch eine... Wir haben Ideen für neue Spiele. Also eine Komponente, wo man miteinander handeln kann. Und man könnte sicherlich auch noch einen Aktionsmechanismus mit Würfeln irgendwie reinbringen. Ja, das wäre vielleicht auch gut. Dass man würfelt, aber die Würfelzahl ist ohne Bedeutung, sondern nur die Farbe. Und also sowas könnte man sicherlich auch machen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ein sehr schönes Spiel. Wenn man das noch im Schrank stehen hat, mal wieder rausholen, mal wieder spielen. Kann ich nur empfehlen. Das kann ich auch nur empfehlen. Ja, statt, auch sagen, statt das Siedler mal im Schrank lassen, ausnahmsweise. Genau. Ja. Das sind die Siedler von, aus dem Oberadel. Ne? Aus dem Oberhaus, die Oberhaussiedler. Die haben auch hier schöne, viele bessere Siedlungen hier, ne? Das ist auch, da könnte man auch sehr schön siedeln im Castle Couch. Ja, gut, aber das ist natürlich kalt. Ja, also jetzt, wir haben zufällig Winter. Da kann ich mir auch so ein Schloss hier ziemlich kalt vorstellen. Also jetzt, als wir das Video drehen, ist Winter. Wenn ihr das jetzt natürlich im Sommer anguckt, ist das total unrealistisch. Aber natürlich. Ihr müsst euch das vorstellen, es ist sehr, sehr kalt. Genau, wenn es Winter ist. Ja. Aber ich glaube, in England ist es auch im Sommer kalt. Nein, das ist ein ganz böses Vorurteil. Oh, okay, gut. Es gibt auch englische Saunen, nehme ich dann an. Okay, ja. England ist so ein schönes Urlaubsland. Ja, ich war schon mal da. Und das Frühstück ist auch sehr lecker. Das Frühstück, oh ja, die fetten Würstchen. So. Ja, genau. Genau, okay, genug gespäßelt. Und dann würde ich sagen, sind wir für heute fertig? Genau, verabschieden wir uns für heute und danken euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst alles Mögliche da, Kommentare natürlich auch. Mal, sagt uns mal eure Lieblings-Siedler-Variante. Ja. Dann sagen wir euch dann im nächsten Video, warum die nicht so gut ist. Ganz genau, und dann. Wir könnten ja auch konstruktive Vorschläge machen, was dann die bessere Siedlervariante wäre. Genau. Man könnte statt hier die Mauer aus Game of Thrones, könnte man mal die Berliner Mauer bringen. Das wäre vielleicht auch historisch viel interessanter. Das wäre alles. Zum Beispiel nur um so einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Genau. Oder also die Mauer zwischen USA und Mexiko und so. Die muss man dann da bauen in dem Spiel. Ja. Siedler von Trump sozusagen. Siedler. Also ihr seht schon, wir sind kreativ bis zum dort hinaus. Und ganz genau. Hoffentlich schaut Klaus Teuber auch zu. Ganz genau. Klaus Teuber, wenn Sie zuschauen, schreiben Sie uns doch mal. Genau. Wir würden uns über jeden Kommentar sicherlich freuen. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.